Ja, moin, moin, guten Morgen erstmal, was wir auch haben. Vielleicht auch guten Abend für euch, wenn ihr das schaut. Ja, es geht einfach nur mal hier rum. Ich mache das hier nicht mit YouTube oder ähnliches, was ich tue, um irgendwas zu beweisen oder mich in den Vordergrund zu stellen oder sonst was. Eben auch der Name Lord Titan kommt eben durch Fantasy-Spiele, ist der praktisch zustande gekommen, mit denen ich auch Clans geführt habe und eben mit Lord Titan da vertreten war und dann auch später Lord Titan eben in anderen Plattformen als mein Pseudonym genommen habe. Was ich jetzt auch weiterführe eben seit 2007 habe ich den Clan der Titan und eben auch als Führungsglied Lord Titan führe ich das Ganze. Mag alles streng sein, das ist richtig, aber es ist nicht falsch, was ich tue. Ich gehe auch streng mit gewissen Leuten um, gerade auch mit Rechten oder Asozialen und stehe dazu aber auch, weil sowas gehört hier nicht rein. In meinem vorigen Beitrag auch zu sehen, eben wie ich mich ein wenig aufrege über Angriffe, weil nachher eben auch diese Angriffe von den Leuten mit, die da im Chat sind, verleugnet werden und verharmlost werden. Alles, was rechts und asozial ist, ist bei mir auf Kriegsfuß, ganz einfach. Gerade auch im virtuellen Bereich, aber auch im realen Bereich. Na? Und ich bringe da auch nichts durcheinander, wie es einige meinen, sondern eben gehört es weder in das Soziale der Realität rein, noch in das Soziale im virtuellen Plattform. Dafür gibt es auch eigentlich Verhaltensregeln, die ihr eigentlich auch alle bestätigt habt, egal ob ihr nun Facebook-Community betritt oder andere Spiele betretet oder was weiß ich tut im Netzwerk. Gibt ihr euch eigentlich einverstanden, dass ihr verstanden habt, dass es auch um ein respektvolles und eben soziales Miteinander geht? Und das kann ein asozialer oder rechter Vollidiot oder Vollidiotin, um es sachlich zu halten, gar nicht gewährleisten. Ja? Was ich auch witzig finde, ist eben, dass es im Laufe der Zeit immer wieder ja, Doubles von mir gab, also Nachahmer. Egal, ob die meinen richtigen Namen gedoubelt haben und nachgeahmt haben, halt Sven Danken und mich auf verschiedenen Plattformen preisgegeben haben, unter eben meinen Realnamen, was zumal ich glaube auch eine Straftat darstellt, ja, weil es reale Namen sind, die sie fälschlicherweise sich aneignen. Ich glaube, dass das schon unter Namensmissbrauch, Datenmissbrauch etc. fällt irgendwie. Eben auch da unter anderem sich jemand auch mein durch den Hack, also was sowieso schon illegal ist, also jemand hat meine Plattform gehackt, komplett, meine E-Mail, alles. Und hat dann sogar meinen Namen missbraucht, um mich auf verschiedenen Seiten, also auf Schulenseiten zu adden, auf Gay-Seiten. Und als wenn ich um Männer werben würde. Genauso hat er eben auch mein Facebook, nee, mein Facebook nicht. Ja gut, bei Facebook weiß ich nicht, was er gemacht hat. Auf jeden Fall hat er mein ach Mann, Skype, genau, Skype-Account genutzt und hat sich ein Skype für mich ausgegeben, eben auch mit Bild und allem drum und dran, und also mit meinem Realbild und meinem Realnamen, und hat unter anderem sich als schwul dargestellt aus Schulenhausen und hat versucht eben meinen Namen lächerlich zu machen. Das Problem ist nur, dass mich halt viele kennen und viele eben wissen, ich bin hetero, ich stehe auf Frauen und ich bin auch wieder in einer Beziehung und ich hoffe, dass das jetzt auch das letzte Mal ist, dass ich einen, ja, Wechsel habe. Ich möchte in einer festen Beziehung sein. Ich habe aber keine große Lust eben, ja, noch groß hin und her zu suchen oder Spielchen zu treiben oder sonst was. Ich will eine Frau haben, der ich auch mein Herz schenken kann. Ich hoffe, das ist jetzt so. Hat sich gerade heute Morgen so ergeben, dass ich wieder in einer Beziehung bin. Und ja, darüber will ich jetzt gar nicht weiter hinaus. Da hoffe ich einfach nur, dass das alles klappt und wir uns verstehen und zueinander richtig finden. Weil wir kennen uns eigentlich schon und hatten schon mal eine kleine Beziehung, die nicht so glimpflich verlief. Ich hoffe, dass es diesmal besser ausgeht. Und ja, zu diesen Nachahmern und sozusagen ist zu sagen, ich finde es auch ziemlich lächerlich, dass ihr, wenn ihr schon den Namen Lord Titan nehmt oder ihn umwandelt in Titan Lord oder etc. oder, ne, also Titan Leerzeichen Lord oder Titanen Lord oder sowas, weil Titan Lord nutzt sich selber als Auswegmöglichkeit seit 10 Jahren, wenn Lord Titan nicht geht.
Genauso wie Titan Engel, das war eigentlich der Ursprung, wie alles entstanden ist, auch mit den Titan-Clan. Ihr könnt gerne natürlich einfallslos einfach meinen Namen missbrauchen, verdrehen und umdrehen. Das Problem ist nur eben, dass das ziemlich lächerlich und armselig ist, dass ihr nicht mal also in der Lage seid, was ihr dann zeigt, dass ihr nicht mal in der Lage seid, euch eigene Pseudonyme oder eigene Namen auszudenken für eure Plattform oder etc. Ja, gerade wenn ihr jung seid, ist das keine Ausrede, weil dann solltet ihr gerade mehr Fantasie haben als ein 40-Jähriger. Nur mal so angemerkt, also wenn ihr jetzt 15 seid und rumbuckelt, dass ihr noch klein seid oder sowas, also ihr solltet also mehr Ahnung haben eigentlich im Fantasiebereich oder mit Namen als ich selber. Deshalb finde ich es ziemlich armselig, also dass ihr die Namen klaut und nutzt, egal ob das mein Name jetzt ist oder mein Pseudonym oder eben andere Namen sind. Vor allen Dingen müsst ihr euch auch mal überlegen, es gibt immer sowas wie Werbung. Und auch dieses Negative, was ihr macht, dieses mich schlecht machen wollen, mich ins schlechte Bild rücken, eure Lügen und Hetzen gegen mich und Diskriminierung, Beleidigung etc., die ihr veröffentlicht. Es wurde sogar schon ein Video gegen mich gepostet, was auch total verlogen war und lächerlich. Bin ich auch gegen angegangen. Mit einem Re-Video sozusagen, also ein Gegenvideo. Aber ich habe das Video stehen lassen. Also auch in meiner Reaktion habe ich das Video laufen lassen und habe dann das korrigiert, was eben da an Lüge aufkam. Es ist eben viel Lüge, Scheiße, Hass und sonst was in der Welt, Gier, Neid und was weiß ich alles, was der rechte und asoziale Kram da hervorbringt. Und jeder muss eben für sich selbst entscheiden, wo er steht. Ne? Und wenn jemand asoziales und rechtes von sich gibt, dann gibt er das, dann ist er aber auch ein asozialer und rechter Mensch. Und wenn er eben sich dabei noch schlampig benimmt, dann ist er eben eine asoziale rechte Schlampe. Ja, und da hat sich Facebook auch schon aufgeregt oder sowas, das ist mir aber egal, sollen sie mich sperren oder sonst. Ich sage nur die Wahrheit, auch hier sage ich die Wahrheit. Und kann eben nur sagen, ich sehe mich persönlich nicht überstehend über andere Menschen, ja, weil das auch schon behauptet wurde, für was ich mich halte und dass ich mich für was halten würde, was über anderen steht oder sowas. Das ist Bullshit, ja, aber ich stelle mich nicht über andere, sondern andere, die sich asozial und rechts verhalten und gegen meine Person agieren, stellen sich automatisch unter mir. Sie stellen sich unter mein Niveau, unter meine Würde, unter meine Person. Ja. Da müssen sie sich selber an die Nase fassen und nicht später rumheulen, ich wäre sowieso oder würde mich für was halten oder etc. Nein, sie geben eben Dreck von sich, sie sind dann auch Dreck und Dreck steht unter mir, ganz klar. Und wenn ihr damit ein Problem habt, dann verhaltet euch anders. Ja, dann verhaltet euch sozial, ja, lernt eine soziale Sprache und nicht die asoziale Ghetto-Sprache, sondern lernt euch normal und sozial miteinander zu unterhalten und eben auch auszutauschen. Und eben auch Respekt voneinander umzugehen. Ja, dann stehen wir auch alle auf einer Linie. Ja, da stehe ich nicht drüber. Ja, da stehe ich mit den Leuten an einer Augenhöhe. Ja, die respektvoll mit mir umgehen, mit denen kann ich auch respektvoll umgehen. So, ich muss aber eben nicht asoziale und Rechte tolerieren oder akzeptieren und schon gar nicht gegen mich hetzen und lügen und angreifen lassen, meine Person angreifen lassen. Ja, nur dass wir uns hier verstehen, euer Lord, dass wir uns hier verstehen, euer Lord Titan.